Jo und hallo, weiter geht's. Nächster Schritt. Das heißt, ich habe ein, zwei Sachen eingebaut, weitergemacht und ein, zwei neue Probleme kennengelernt. Was habe ich gemacht? Ich habe hier das Armaturenbrett zusammengeklebt mit Tacho und sowas. Und jetzt ist diese eine Schraube da zu kurz. Sie rutscht immer wieder raus, das ist sau nervig. Die muss man, schaut mal, da drinnen, seht ihr es, festschrauben unter den Lüftungsklappen. Also, sau die nervige Sache, hält noch nicht ganz, das habe ich gemacht und ich habe, dafür muss ich die Kamera kurz hinstellen, habe die Links eingebaut, tada. Ich habe nicht nur die Links eingebaut, hier, das Aluminiumfarbene, ne, war vorher so Anthrazit, habe auch kürzere Dämpfer eingebaut, vorher waren sie sehr, sehr orange, jetzt sind es so kleinere grüne, verliert natürlich dadurch Federweg, aber ich kann jetzt, wenn ihr es hier schaut, schlagen die Links auf diese Dämpfer, auf diese Brücke hier auf und ich habe den maximale Einfederung, was ich halt eben für mein Auto brauche. Es geht ja hierbei nicht darum, dass ich maximale maximale Crawl Performance habe, sondern das Ganze dem Auto angepasst ist. Und ich habe halt vorne noch ziemlich viel Federweg, das heißt, das wird eigentlich nachher trotzdem noch ganz cool, glaube ich. Ich habe hier hinten noch was abgeschnitten. Das seht ihr hier, ne? Oh, zack, mein Zeigestab, da ist noch alles dran, da ist nicht mehr so viel dran. Das passt jetzt aber auch ganz cool mit der Karosserie. Ich setze mal kurz auf. Ist wie gesagt alles hier noch gesteckt und deswegen ein bisschen wackelig. So, aufgesteckt. Seht ihr jetzt, dass das eigentlich ganz cool passt. Ich habe nur ein Problem, meine ganz sicheren 1,7 cm haben nicht ganz so gut gepasst. Das heißt, ihr seht, ich kann jetzt noch so ein paar Millimeter, muss jetzt einfach diese blöde Achse wieder vor. Das heißt, ich muss alles auseinanderbauen und an die Links wieder ran und die Links halt eben so ein bisschen Millimeter vorne und hinten absägen und dann wieder einbauen und dann hoffen, dass sie lang genug sind. Ja, das zu denen. Jetzt habe ich vorne mir leider ich musste wegmachen, die Halterung, das ist die Halterung für, warte mal, ich mache es mal wieder ab, dann seht ihr es besser. Hier hinten sieht man es gut, das ist eine Halterung für die Stoßstangen und die hatte hier vorne auch so rausgestanden, muss ich leider wegmachen, muss ich auch noch ein bisschen mehr wegmachen, dass die Karosserie gut passt, ne? Weil hier vorne habe ich ja wenig Platz bei dem Ganzen. Und dann habe ich jetzt halt eben leider gesehen, dass hier, das ist hier der Schaltservo, der geht auf das Schaltgestänge und hier drinnen ist das Schaltgetriebe. Und dieser Nibbelnubbel stößt, genau, kann ich es jetzt einhändig umdrehen, ganz vorsichtig. Hier, ich kann jetzt leider nur ranzoomen, der ist so ein bisschen verkratzt. Ja, und auf jeden Fall, aber ich leg's hin. Haha. Und dann, da müsst ihr es jetzt eventuell sehen, ist so verkratzt, der Kram. Da stößt das Schaltgetriebe an. Und ich weiß jetzt nicht, ich müsste jetzt halt eben diese ganze Schaltung umbauen, um halt das Problem zu lösen. Oder ich muss einfach hier im Endeffekt, da an der Kante, ich weiß nicht gerade genau, einen Schlitz reinmachen, dass dieser Schaltvorgang halt eben, das ist nur ein Zentimeter, wenn ich halt eben diesen Hebel nach vorne schiebe oder nach hinten, ja, jetzt verdecke ich alles, aber ja, es ist halt dieser eine Zentimeter, ja, und der muss halt eben da raus, sonst kann ich nicht schalten und das wäre saublöd. Jetzt kam schon noch die lustige Idee, dass ich einfach den Schaltknüppel, der wird hier vorne hier aufgeklebt, ich könnte ihn einfach da aufkleben, dann würde ich sogar voll realistisch schalten. Also ich muss jetzt die Links wieder verkürzen, muss mal gucken, was ich mit der Schaltung anstelle und muss vorne nochmal weiter ein bisschen die Stoßstangenhalterung wegmachen. Ah, und eine Sache habe ich noch verändert, die könnt ihr euch auch noch anschauen. Und zwar, ich habe es jetzt nicht so gemacht, dass ich die, wie ich anfangs gesagt hatte, die Stabilisierungsstange irgendwie verkleinert oder verschmälert habe, sondern ich habe das Lenkgestänge ziemlich dünn bekommen und jetzt seht ihr ganz cool, dass ich jetzt, wenn ich hier maximal einfeder, dass es halt, es geht schon ein bisschen drüber leider, aber halt eben so waagrecht werde und das war vorher einfach kacke. Das ist jetzt schon viel besser, ja, und deshalb denke ich, dass ich jetzt von der Höhe her vom Fahrzeug allgemein, wenn es eingefädelt ist, gut hinkomme und es kommt ja noch, ist allein die Karosserie 2,5 Kilo plus noch ein bisschen Elektronik und Akku und sowas, komme ich ganz gut hin. Ich weiß halt noch nicht ganz genau, wo der Rest von der Elektronik hinkommt. Ich hatte das letzte Mal gesagt, hier vorne soll Fahrtenregler und Empfänger hin. Eigentlich soll halt nur der Fahrtenregler hin und der Empfänger woanders, weil die Störfunkkrempelkram, der Störfunk, ja, der Motor sollte halt eben nicht in der Nähe vom Empfänger sein, weil das Störfrequenzen verursachen könnte und dann haut's Auto ab und das wollen wir nicht. Also muss der Empfänger eigentlich hier hinten irgendwo hin, also hier muss ja der Akku hin.
Und dann vielleicht da oder sowas, weil hier dann das Lichtmodul hinkommt. Ja, soweit. Also ihr wisst Bescheid, ich mache an den Links weiter, mache hier vorne noch ein bisschen weiter und gucke, dass ich das Schaltgestänge irgendwie passend hinbekomme. Und dann sehen wir uns wieder, würde ich sagen.